Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Subnautica. So. Gehen wir jetzt gleich nochmal ein bisschen... Achso, halt. Ja. Stopp. Denn wir können ja jetzt bestimmt... Ja, sowas wie Kabelsatz bauen. Und auch nochmal Kupferdraht. Und daraus können wir doch einen Kompass basteln. Der uns doch bestimmt auch nochmal weiter hilfreich sein könnte. Aber ja, so viel schöne Sachen gefunden gehabt. So, dann lege ich jetzt hier, da ich jetzt nicht weiß, ob wir das jetzt alles noch brauchen oder nicht, lege ich das jetzt hier alles so weit beiseite, was ich beiseite legen kann. Ich werde mir jetzt das Erste-Hilfe-Kit sogar nochmal mitnehmen. In der Hoffnung, dass wir jetzt nicht sterben werden, wenn wir jetzt da hinten zum Notversorgerlager gehen. Ich hätte zwar gerne noch das kleine Ding gehabt. Ah, jetzt. Wieso hast du das jetzt weggesteckt? Hol das wieder raus. So, wir gucken jetzt mal, dass wir da hinten jetzt mal hinkommen. Oh. Hülle deine... Ach, nicht ihr schon wieder. Au. Okay, ich kann jetzt damit... Wo ist er denn rausgekommen? Da ist er rausgekommen. Okay, das Ding kann ich aber scannen. Gut zu wissen, dass es auch wieder hier diese wunderschönen Schwefelpflanzen gibt. Blinkpflanze kann ich auch nochmal scannen. Genauso wie Sauerstoff in der Pflanze erschöpft. Okay. Oh, das geht ja hier richtig tief runter. Seekobold. Was machst du denn da? Hey! Some of the wildlife down here is very grabby. Okay. Ich muss einmal kurz Sauerstoff. Ich hoffe, ich finde den wieder. Der hat mir mein Ding geklaut. Bist du das gewesen? Nee. Der hat mir mein Scanner geklaut. Wo ist er hin? Dann klaut er mir einfach meinen Scanner und... Nein. Oh, hier sind wieder Dinger drin. Ah. Das ist also ein Nest. Ah, Seekoboldnest. Okay. Fragmente eines Seegleiters. Und die wurden natürlich gleich alle weggesaugt. Das heißt, ich brauche noch ein paar mehr. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Hui. Man fliegt aber richtig gut hoch. So, da ist das. Was ist das Notsignal? Ich sehe das irgendwie nicht. Oh, was bist du denn? Erstmal gucken. Riesenlochfisch. Irgendwas hat mich jetzt hier gepiekst. Ach, ihr seid das. Ihr seid auch böse, oder wie? Na gut. Ich mach mich mal kurz wieder voll. Die gehen auch um den Riesen einmal rum. Na gut. Gucken wir mal. Was bist du? Kreaturenei aufsammeln. Na, okay. Da haben wir eine richtige Basis. Oder? Okay. Vorratskiste. Erste Hilfe. Kann man gut gebrauchen. Leuchtfackel jetzt nicht so unbedingt. Wasser ist sehr gut.
wir haben ein PDA. Kann ich mir das an der Oberfläche erstmal angucken? Ich bin dann hier auch erstmal sicher. So, gucken wir mal. Einige wilde Tiere sind hier unten sehr diebisch. Ja, ja, das wartet nicht. Hier. I'm telling you, Sammy, you see some weird things when you spend half your day in a sea truck. More vandalism? Was it the sea monkeys again? I don't think so. I can't shake the feeling this planet is cursed. There's no such thing as a curse. Yeah, you're probably right. That's nothing. You wouldn't want to hear about it anyway. Just a huge creature frozen in ice. What? Where? In a cave, not far from your lab. And here's the extra weird part. As soon as I called it in, they closed off the area. Don't want anyone going in there. But why? Sammy, I'm no biologist, but I think there was something wrong with it. Its skin just seemed off. Alien. An alien on planet 4546B. No. I'm serious, Sam. Something ain't right. Wish I could show you, but I can't get back in there. You can't. But I might know how to. Whatever you're thinking, we never had this conversation. Oh, ich erfriere hier gerade. Oh, jetzt weiß ich auch, woher das Gestöhne kam. Okay, Signalboje. Gut, lasse ich erstmal hier. In einer Höhle. Na, wir gucken uns jetzt hier nochmal ein bisschen weiter um. Ich denke mal auch irgendwann, desto tiefer wir gehen. Desto schöner wird's. Mal noch eine Koralle. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. So, hast du jetzt Schwefel da drinne? Jetzt hast du... Nee, du hast ein Kreaturenei da drinne. Da war doch immer so ein Schwefel drinne. So, gut. Tangenwurzel. Ich weiß auch noch nicht, was man jetzt abarbeiten könnte und was nicht. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Verdammt, ich brauche da hinten die Luftblase. So, einmal was wegstecken hier, dann sind wir ein bisschen schneller beim Schwimmen. Ich habe keine Ahnung. Da ist noch irgendwas. Wir können uns hier nochmal was nehmen. Okay, das Ding können wir scannen, das ist auch okay. Aber hier komme ich nicht weiter. Hat nicht viel Zeit eigentlich. Ah, verdammt. Jetzt müssen wir uns beeilen. Die Höhle geht halt noch tiefer runter. Das halte ich aber noch nicht durch. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, ich muss glaube ich hier wieder... Da ist wieder eine Pflanze. Erst die Pflanze, erst die Pflanze. So, da haben wir noch was zum Scannen. Okay, Fahrzeugstation haben wir jetzt schon freigeschaltet. Das ist cool. Wir haben noch nicht mal den Seegleiter, aber wenigstens schon mal das Fahrzeug. Das ist ja schon mal was. So. 30 seconds of oxygen remaining. Mann, gut, dass ich das Ding hier gebaut habe. Hat mir aber auch damals schon ordentlich den Arsch öfters mal gerettet. So, was haben wir hier? Eiswurzel. Okay. Nochmal eine Fahrzeugstation. Seegleiter wären cool. Ich glaube, die werden wir nur im Anfangsgebiet finden. Ich muss auch langsam zurück, denn mir geht auch das Essen aus und so. Hat er gerade versucht, mich zu pieksen?
Spitze wohl. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. So, einmal wieder hoch. Vergesst immer das Wegstecken. So, wir müssen mal schauen, dass wir irgendwie den Seegleiter kriegen. So eine mobile Fahrzeugstation hört sich ja eigentlich auch schon mal nicht schlecht an. Auf jeden Fall. Das hört sich halt hier richtig gefährlich an. So, aber ich sehe hier jetzt so weiter nichts. Wir müssten, glaube ich, mal weiter in den Höhlen einfach mal gucken. Meinen Seegleiter hätte ich schon gerne. Alleine nur fortbewegungsmäßig. Wäre das schon echt nicht verkehrt. Bin ich hier irgendwo? Oxygen. Ich glaube ja, aber ich sehe ihn nicht. Er lag ja halt in so einem lila Zeug hier drin. So ein bisschen Seegras. War ja auch nicht so weit weg von dem Ganzen hier. Nee. Mal so auf die Schnelle finde ich das nicht. Der lag doch hier irgendwo. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Jawohl. Und da liegt noch einer. Das heißt, wir können ihn bauen. Sehr cool. Geschwindigkeit im Wasser. Wir kommen. Das heißt, wir gucken jetzt mal, dass wir jetzt die mobile Fahrzeugfabrik mal basteln. Und dazu auch noch mal den Seegleiter. So, dann mal wieder rein ins gute Stübchen. Ja, das machen wir gleich, machen wir gleich, machen wir gleich. Ach, da zählt... Ah, okay, dafür brauchen wir wieder eine Batterie. Kupferdraht. Und Schmierstoff. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Oh, wir brauchen sogar einen Titanbaren und einen Computerchip. Gut, wie machen wir dann einen Computerchip? Wird uns das schon gezeigt? Tischkorallen, Gold und Kupferdraht. Also, wir brauchen ganz viel Kupfer. Ja, ich weiß, Nahrungsaufnahme wird empfohlen. Das ist doch alles kein Problem. Machen wir doch Graudi hier. So, jetzt holen wir uns erstmal das Kupfer raus. Machen daraus einmal Kupferdraht. So, jetzt wollen wir nochmal gucken. Kupferdraht haben wir, Schmierstoff haben wir. Jetzt brauchen wir noch eine Batterie. So, dafür brauchen wir noch die Körperchen. Also die hier. Können die auch vergammeln? Nee, vergammeln können die nicht. Das ist schon mal gut. Dann machen wir uns die Batterie. Stimmt, Schmierstoff fehlt noch. Das haben wir aber auch noch hier. Ist ja alle da. So, einmal den Seegleiter. The Seaglide is a personal transportation device used for high-speed free diving. Contains a built-in light and map. Okay, so, den setzen wir uns jetzt natürlich auf die 1. Ich werde das Messerchen mal jetzt auf die letzte Ziffer legen. Das Medikit, das brauchen wir ja jetzt hier nicht. Das Essen lege ich hier erstmal rein. Auch ganz viel Salz gekriegt. Ich kriege halt hier nicht alles rein, das ist gerade mein Problem. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie macht man... Ah, aus 5 Titanen macht man Titanbahn. War das nicht damals immer 10 sogar? Okay, so, Schmierstoff, jetzt brauchen wir nur noch einen Computerchip. Und den machen wir jetzt aus Gold und Kupferdraht.
Ich glaube, ich habe gar kein Kupfer mehr, ne? Ja, nee, ich habe gar kein Kupfer mehr. Das heißt, wir können jetzt mal richtig Gas geben hier. Sogar mit einem kleinen Lichtchen. Ja, es ist nichts. Wir brauchen Kupfer. Na, erste Kupfer. Okay, die Dinger können wir auch nochmal gleich mitnehmen für Batterien. So, hier kriegen wir nochmal Sauerstoff. So, nächste Kupfer. Eigentlich haben wir schon genug. Mich würde ja echt interessieren, was wir jetzt zu Anfang für Fahrzeuge haben, wenn wir die Fahrzeugstation jetzt haben. Gut, können wir schon wieder zurückfahren. Können auch die Karte ausmachen. Oh, schön. Na, Karte kann man sich ab und zu mal angucken. Aber wir sind jetzt schon mal mobil unter Wasser. So, dann wollen wir jetzt mal gucken. Ich brauche jetzt natürlich Kupferdraht. Und eine Tischkorallenprobe zweimal. Das heißt, wir müssen ja irgendwas mit einem Messer noch anritzen können. Moment. Halt, ich gehe nochmal lieber zurück. Nicht, dass ich jetzt hier draußen einmal kurz ersticke. Jetzt muss ich nämlich selber gucken. Forschungen, einheimische Leben. Ah, hier Erzader, Kalksteinfluss. Nee. Pflanzen. Meer. Tafelkoralle. Gibt halt jetzt hier noch mehrere Dinger hier. Gut, gucken wir. Wir gucken mal, was wir jetzt davon kaputt machen können. Okay, davon konnte ich mir einen mitnehmen. Ah, das gibt Nahrung und Hydration. Okay, gut. Kann ich mir hiervon was abschneiden? Nein. Ach, das regnet sogar draußen. Er gesagt, das hagelt. Oha. So, wir haben hier nochmal. Die konnte man ja früher auch immer abschlagen. Nein. Diesmal kann man es nicht. Das heißt, wo kriege ich jetzt meine Tischkoralle her? Damit ich auch die Fahrzeugstation machen kann. Gut, schwimmen wir mal einfach hier nochmal in die Richtung. Die hat er ja eigentlich so gut gepasst, wegen dem Sauerstoff hier hinten. Okay, das geht hier aber richtig tief runter. Warning, passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Okay, Seebahn. Und hier haben wir auch die Tischkoralle. Gut, davon brauche ich zwei Stück. Hängt noch eine. That sounds like a distress call. Transmission of unknown origin. Source of transmission depth calculated at approximately 200 meters. Okay. Und ich dachte jetzt, da vorne ist jetzt irgendwie so ein böses Fischchen, was mich jetzt anpiept oder so. Erstmal locker bleiben. So, jetzt mussten wir aber eigentlich schon mal. Picked up what sounds like a distress call. Who or what is out here calling for help? Didn't sound human.
Maybe it's from a remnant of architect technology. In her message, Sam's colleague did say there was something important here. Even if it's just a mimic from one of the more intelligent aquatic specimens, that could be a major find. Or if it's from Altera, it could have bearing on what happened to Sam. I should definitely check it out. Okay, so, wir machen jetzt hier aber mal die Notversorgung. Machen wir jetzt auch nochmal blau. Und dann gucken wir jetzt mal, dass wir jetzt die mobile Fahrzeugstation machen können. Dafür brauchen wir jetzt noch einen Schmierstoff. Und jetzt nur noch den Computerchip, den ich auch alle da habe. Wunderbar. Und dann können wir das Ganze zusammenmixen. Ich weiß nicht, kann man die jetzt alle wieder draußen stehen lassen oder nicht so? Oh, ziemlich groß das Ding. Gut, gucken wir mal. Basis verlassen. Keine Baupläne verfügbar. Okay. Keine Baupläne. Das heißt, in der Richtung, wo ich eigentlich gerade runtergeschwommen bin, war ich schon richtig. Da war ja irgendwas Seemottenartiges, was wir gescannt hatten. Und wir haben ja da auch noch ein Signal offen. Mal gucken. Weil mit einem kleinen Fahrzeug würde ich mich natürlich sehr viel sicherer fühlen. So, einmal hier. Ja, das hatten wir schon. Warning, passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ich habe aber auch sonst auch noch nicht viel Böses jetzt hier gesehen. Bis jetzt geht das ja eigentlich ganz gut klar, aber ich sehe hier auch nicht... irgendwas anderes, wo wir jetzt noch was scannen können. So, ist auch erschöpft. Mal hier wieder ein bisschen höher. Mal gut, dass hier überall die Pflanzen so schön sind. Sowas wie ein Erbauer können wir auch gerade gar nicht machen, ne? Hört mal gerade mal so auf. So eigene Base aufbauen und so. Immer noch gar nicht. Das hört sich wieder draußen sehr gefährlich an. Sehr, sehr gefährlich. So, gucken wir mal. Hilft mir die Karte noch so ein bisschen nebenbei. Ich will jetzt halt auch nicht zu viel Materialien mitnehmen, weil ich weiß ja sowieso nicht, wohin damit. Ja, jetzt haben wir irgendwie ein bisschen Schiss, mich jetzt hier extrem zu verlaufen. Und ich weiß halt nicht, wo noch safe ist und wo das schon böse sein könnte. Ui. Das sieht natürlich auch mega nice aus, ne? Kann ich nicht scannen? Okay. Oh, einige brechen davon auch mal zusammen. Aber ich suche ja hier... Oh. Ja, sowas in der Richtung suche ich. Gut.
haben wir hier Schönes? Eine Datenbox. Mit irgendwas, was ich wohl wahrscheinlich schon kann. Okay, ich muss mal kurz wieder Sauerstoff holen. So. Hier haben wir jetzt auch noch einen. Wasser. Hat er mich jetzt angegriffen oder hat er jetzt einfach nur gefischt? Nach da lang. Oh! Mensch, nein! Gibst du mir den wieder? Gib ihn mir wieder! Diebisches kleines Mistvieh! Okay. Pathfinder-Werkzeug. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, ich muss Gas geben. So, erstmal gucken hier. Sache, der ist böse. Der schießt mich mit irgendwas. Was für ein böser Dude. So, versuchen wir jetzt einmal hier mal schnell Richtung Heimat nochmal zu düsen. Vielleicht hier noch irgendwas zu finden. In der einen Höhle hatten wir uns jetzt auch noch nicht so richtig umgeguckt. Da ging es ja noch deutlich tiefer. Das Problem ist aber, wir kriegen da ja irgendwann mal keinen Sauerstoff mehr, ne? So, die Frage, ist es jetzt klug, da in die Richtung runter zu gehen oder gehen wir dann halt doch eher in die entgegengesetzte Richtung weiter runter? Weil wir müssen uns ja irgendwo, müssen wir uns ja unsere Mottenteile zusammenkriegen hier. Für die Fahrzeugstation. Na, da werden wir mal gucken. Das heißt, wir müssen sehr, sehr viel erkunden und sehr vorsichtig sein. Ja, aber ich bin rechtzeitig in der Base. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier in der Base nochmal eine klitzekleine Pause. Heißt einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.